Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hitman 2. Heute spielen wir los. Ja, ich bin halt wieder gekleidet, ne? Wie das auch sein muss. Ich habe tatsächlich gar keine Pistole, ich habe nur so einen Revolver. Na, egal. Auf jeden Fall drücken wir jetzt erstmal Eingabe. Scheiße, war falsch. The story so far. Agent 47 and his handler, Diana Burnwood, are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu Hitman 2. Wir fangen direkt an, wir müssen... At the location. No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. On my way, Alter. Finden Sie einen Weg in das Haus. Okay, machen wir doch. Ja, wir sind hier bei der ersten Mission. Ich würde sagen... Ach stimmt, wir können ja hier auch noch so schleichen, Alter. Vielleicht gar nicht so dumm. Ich weiß auch nicht, wie gut das alles bewacht ist. Oh, das... Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Da ist auf jeden Fall eine Kamera. Okay. Rüsten Sie Ihre Pistole aus. Oh, stimmt, klar, wir können einfach die Kamera zerstören. Ah, da ist noch so ein kleines Tutorial noch, okay. Wichtig. The house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Das heißt, wir müssen ein bisschen besser aufpassen als in den anderen Spielen. Steht nicht drauf eine Kamera, oder? Aber ich glaube, ab jetzt zeigt es uns die halt nicht mehr so an, ne? Ich glaube, da ist ja keine Kamera mehr, oder? Ne, ne, bestimmt nicht. Oh, das ist eine Mauer. Instinkt. Ach, hier, okay. You should be able to jimmy open the garage door with a proper tool. Why don't you search the pool area, 47? Okay, ich soll ja erstmal die Pool Area erforschen, Alter. Das machen wir ja. Ich glaube, die ist da vorne gewesen. Hier ist ja die Kamera jetzt weg. Genau, hier vorne ist die Pool Area. Kann man nicht einfach hier rein? Ah, scheiße, Schlüssel fehlen. Hm. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay. Oh, Digga. Ich muss unbedingt aufpassen auf Kameras, ne? Nicht, dass die mich plötzlich sehen hier irgendwie. Da vorne eine? Ah ja, guck. Hä? Doch, da ist eine. Und doch erstmal daneben geschossen. Oh, hier kann man rein. Ah, schauen wir hier. Das ist ein bisschen zu obvious. Wir rennen hier mal ein bisschen. Müssen auch mal irgendwie... bisschen wohin kommen. Ich glaube, die Person ist ja eh nur da oben. So, dann machen wir das hier mal auf. So. Bodies. Male, female. Early 30s. Executed. I see them. Bastards. Looks like Raynard's grisly handiwork already.
right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Das stimmt, die sind weg. Sag so, wie es ist, okay. Ja, wir sind ja jetzt hier im Haus und jetzt... Rotbatterie, was können wir mit dem machen? Können wir hier... Ne, okay. Brauchen wir nicht. Können wir die wieder ablegen, ne? Können wir die... Ah, hier, Objekt ablegen, okay. Okay, öffnen, was können wir denn hier reinmachen? Masks. Rope. Chloroform. Looks like another kidnapping. I wouldn't put it past them. The Shadow Client is nothing, if not industrious. Why is he doing this? Clearly, he has an axe to grind with Providence. Big enough to surround himself with murderers and terrorists. Big enough not to care who gets hurt in the process. He believes he's doing the right thing, I suppose. Just like everyone else. Digga, was schreibt mir jetzt hier die ganze Zeit mit dem Mod, Alter? Okay, also scheinbar sind die hier nicht so sauber unterwegs, ne? Und ich habe gerade ja dieses Chloroform gefunden, Alter. Wie wär's denn, wenn wir einfach die auch damit auslöschen? Weil ich finde, die haben es noch zu verdient, wenn sie andere damit umbringen. Oh, Rattengift, das nehmen wir auf jeden Fall. Kann immer wieder behilflich werden. Die Tür ist zu, aber die hier nicht. Die haben eine Leinwand, Alter, krass. Oh, ein Aquarium. Wow. Okay, es ist sehr dunkel tatsächlich. Dann kommen wir in den Pool. Wieso sind wir denn von außen? Oh, das ist ja ein Spiegel, Alter. Ich dachte schon. Wieso sind wir denn von außen nicht reingekommen? Wo ist eigentlich unser Ziel, Alter? Ich sehe hier gar keins. Kann es sein, dass hier einfach niemand drin ist? Honig vergiften? Zucker? Da sitzt einer, oder? Oder ist das nur der Hut? Durchsuchen Sie das Haus nach Infos. Okay. Ist das hier? Nee, guck, das ist nur ein Hut. Ah, guck. Found something. Looks like research reports. Berlin, Shanghai. Every major militia strike since Thomas Cross's kidnapping. Looks like Reynard had a hand in all of them. All in the past, I'm afraid. Keep looking, 47. Keep looking. Hier ist noch. Ah, hier ist was. Okay, warte, aber das. Glaube ich nichts. Wow. Nichts Besonderes. Hier noch ein Klavier, Alter. Da ist was. Eine Schere, okay. Okay, ich glaube, wir gehen mal hoch. Aber ich habe ein bisschen Angst hier oben, weil. Da oben war Licht. Hm. Oh. Das scheint mir halt ein bisschen so. Ist hier nicht betreten, hä? Okay. Ist hier sonst irgendwas? Hier gibt es so einen Schrank scheinbar. Oh, was ist das denn? Ich brauche einen Dietrich. Scheiße, Mann, Alter. Es ist wieder Hitman, Alter. Wieder schwierig. Nein, warte mal. Okay, nee, sollte, glaube ich, alles gut sein. Oh Gott, ich dachte gerade, irgendwas hat nicht geklappt. Aber ich glaube, alles stimmt. Ja, okay, bringt es auch nicht so viel mehr ohne Sonnenbrille hier. okay. Ich würde ganz gerne hier wieder irgendwie so ein... etwas... Oh, das Hackbeil wieder ausrüsten. Dann könnte ich das... falls da jemand kommen würde. Hier vorne ist Licht. Das muss doch jemand hier sein. Oh mein Gott, Alter. Es ist wieder ein Spiegel. Hä? So, also, ein Fernseher. Können wir den anmachen? Oh ja. Oh, das war vielleicht ein bisschen dumm, wenn die hier oben ist. Raus. Ich glaube aber immer noch nicht, dass die hier drin ist, Alter. Noch ein Whiskyglas. Was ist das, Alter? Ich glaube, die ist hier nicht, ganz ehrlich. Die hätte uns doch schon lange irgendwie gespuckt. 47, that computer. See if you can't access it. Scheiße. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels. Aha. Ja, moin. This should be interesting. Oh, nice, Alter. Jetzt nehme ich da lieber so. Alter, ein Katana. Kann ich bitte? Ich will das Katana. Boah. Boah, das wird geil, Alter. Da noch so eine Schrotflinte, man weiß ja nie. Junge. Okay. Wir sind hier wieder im Job, Alter. Ah, Passwort. Und Dietrich. Für die Aufzeichnung?
Nicely done, 47. Getting caught on tape is the last thing we need. Genau. Das war auch mein Ding hier. Feindliches Gebiet, ja, juckt mich das? Hä, ist ja eh nicht mal zu Hause. Vielleicht sind das einfach die neuen Mechaniken, die man hier dann so kennenlernt. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the Shadow Client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. Oh shit. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got what we're going to get. Go to stage 247. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow Client for once. Let's keep it that way. Scheiße, Mann. Gott. Ugh, thought this night would never end. What a snobfest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Scheiße, ey. Okay, wir müssen das Katana hier lassen und so. Wir müssen das Katana hier lassen. Okay, wir müssen jetzt einfach sie eliminieren. Wie komme ich hier von der Wand weg? Ich klebe hier so. Warte ganz kurz, ja, der wird mich jetzt sehen. Warte ganz kurz. So, Deckung ist Leertaste. Ja, gut. Oh nein, ich habe nicht gespeichert. What you say? Bitte das automatisch speichern. Okay, warte, wir haben hier die Daten noch nicht. Okay, wir haben die Daten noch nicht angeguckt. Also, sie sind noch nicht hier. Heißt, wir droppen hier mal alles. Weil, wie gesagt, das können wir nicht mitnehmen. Okay, uff. Zum Glück, Alter. Okay. Okay, dann ja, schauen wir jetzt nochmal die Daten an und dann kommen die halt jetzt nochmal. Das skippe ich aber für euch bis später. So, da sind sie auch schon wieder. Was ich jetzt davon halten soll, weiß ich jetzt nicht. Okay, ja, dann. Jetzt klebe ich auch nicht mehr so dämlich hier. Okay, ich gehe mal hier in die Kiste, nur so for safety. Okay, ich gehe trotzdem raus, weil das nicht. Nee, oder? Alter, die chillen alle da drüben. Wie erwischen wir die alleine? Vor allem, die kommen ja jetzt da rüber, ne? Wieso habe ich es nicht vergiftet? Gibt es irgendwie einen anderen Weg runter? Weil dann könnten wir das nochmal machen. Aber das ist halt fast unmöglich. Das sind überall Leute. Doch, da hinten ist noch eine Treppe. Das war ein bisschen risky, Alter. Nochmal gut gegangen. Wir gehen jetzt da runter, nehmen das Rattengift und placen es dort rein. Ich hoffe nur, dass das dann auch. Haben wir das Rattengift hier? Okay, es bringt ja nicht um, von daher. Ist hier jemand? Nee, okay, hier ist niemand, okay. Kurz checken. Oh, doch, dort ist jemand. Oh shit. Kommt der mit einer Münze nach hinten? Weil dann könnten wir ihn. Dann könnten. Meine Stimme. Dann könnten wir uns verkleiden. Dann würden wir vielleicht nicht mehr so auffallen. Vorne ist er, glaube ich, niemand. So. Wichtig ist, also mal ein bisschen ziehen da rein. Nicht umbringen, weil das gibt ein Nicht-Ziel-Kill und das wollen wir nicht, weil das gibt Minus. Und wir kleiden uns auf jeden Fall dann gleich hier nochmal. Verstecken ihn jetzt dann hier in der Truhe, so kurz verkleiden. So, ziehen. Alles hier drin. Beseitigen, genau. So, dann können wir jetzt hier bitte mal aufstehen. So, warte kurz. Okay, nun müssen die da. Ja, da rein, Alter. Werden jetzt aber nicht mehr erkannt. Ja, ja, okay, das ist sehr nice. Scheiße, was hat sie gesagt? Zucker oder Honig? Honig, oder? Sie hat Honig gesagt. Honig. Ja, jetzt nimmt sie dann so Zucker hin. Plot Twist. Sie ist jetzt, glaube ich, oben. Gehen auch einfach mal nach oben. Ne, das Gute ist, unser. Doch. Oh Gott, wir werden noch erkannt, warte mal. Die Kamera hat gerade irgendwie komische Geräusche gemacht. Nein, sie hat keinen Akku mehr. Och nein. Okay, Leute, das muss jetzt halt ohne Kamera sein. Scheiße. Och, wieso hat die denn schon wieder keinen Akku mehr?
Warte, kann doch nicht wahr sein. Ich habe die vorhin extra noch geladen. Okay, also wir werden nicht mehr von allen erkannt, aber von den Leibwächtern sozusagen werden wir noch erkannt. Ich weiß leider auch nicht, wo sie jetzt dann hingeht. Sie ist noch im Raum mit einem Typen, Alter. Und der sieht uns ja, glaube ich, wenn wir hier durchlaufen, ganz gut. Ja. Oh. Geht er jetzt raus? Bitte geh raus. Ansonsten könnten wir doch einfach auch theoretisch einfach so eine... Ja, so einen Schraubenzieher einfach durchs Fenster jieten und ihr so an den Kopf... Sie erkennt uns aber nicht. Okay, das ist sehr gut. Aber die Leibwache halt. Aber die wollen wir natürlich nicht umbringen, weil... Die, gibt nicht Zielkill. Doch, sie erkennen uns trotzdem. Hey, ist hier das Fenster nicht offen? Ach so, deswegen geht's nicht. Ja, moin. Oh Gott, zum Glück war hier unten auch keiner. Okay, wir gehen hier rein. Warte, was passiert, wenn ich eine Münze schmeiße? Kommt nur einer? Oh nice, er läuft weg. Oh mein Gott, es hat geklappt. Aber wo ziehen wir die jetzt hin? Ey, das war gut. Jetzt einfach hier runter, überwinden. Da unten ist ja niemand mehr. Ich werde mich eigentlich jetzt zurückverkleiden, weil dann... Ah ne, aber jetzt sehen die mich sonst alle. Okay, das ist nicht so schlau. Da vorne ist der Ausgang. Okay, dann die rundum sollten mich ja nicht erkennen, oder? Alter, da sind ja alles auch noch voller Wachen. Oh, cringe. Vielleicht Ende. Oh, das kommt ihm schon spanisch vor. Oh yeah, jetzt können wir nämlich weiter. Weil jetzt können wir uns nicht mehr sehen. Oh Gott, da vorne sind auch überall noch Leute. Oh mein Gott. Okay, es kommt ihm spanisch vor, ja, da hat er recht, weil... Ja, sie ist tot. Bruder, wieso sind da überall Autos mit den Leuten, Alter? The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Gehen sie mit Bedacht vor. Oh, shit. Ja, moin. Bruder. Haben wir noch Münzen? Wir locken den Typ hier kurz nach unten. Bitte geh. Geh mit Gott, aber geh. Okay, Ablenkung. Sie sollte ziemlich laut sein. Haben wir irgendwie was, was explodieren kann? Quietschetier, wir haben das mitgenommen. Ja gut, aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Aber das können wir bestimmt auch werfen um diesen Typen hier vorne. Ja. Wenn mir einfach so anguckt, aber er sieht mich irgendwie nicht. Ablenkung, eine möglichst laute. Können wir die nicht einfach nacheinander ausschalten mit der Pistole? Also es ginge sicher, aber möglichst laut. Können wir was mit dem Auto machen vielleicht? Oh, aber das wird so risky. Oh nein, mein Monitor, warte kurz. Hä, war das schon vorher da, dieses Fragezeichen? Bestimmt nicht, oder? Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Problem ist, wir haben jetzt keine Münze mehr oder so zum Ablenken. Das ist weniger gut. Was ist mit diesem Auto? Was soll ich mit diesem Auto machen? Die Luft jagen, Alter. Zum Glück ist es ein bisschen dunkel, dann sehen die uns nicht so gut. Bis auf unseren glatt rasierten Kopf. die kommen hier einfach im Grab, Alter. Kann ich da nicht einfach reinschießen, Alter? Das funktioniert doch, oder? Ich speichere mal ganz kurz. Nicht, dass irgendwie gleich irgendwie sonst alles wieder schief läuft. Oh Gott. Oh. Oh lol. Die kommen jetzt alle. Komm schon, Hitman, renn. Renn, Alter. Oh Gott, ist der langsam. Bruder, ich drück Sprinten. Oh nein. Oh nein, bitte, es reicht. Gott, Alter, abhauen. Hä? Wie hau ich ab? Achso, ein bisschen verlassen. Oh damn, Alter. Big Uff, Alter. Scheiße, Mann. Boah, 5 Sterne haben wir bekommen. Ui. Ja, wir haben, glaube ich, ganz gut abgeschnitten.
Leute, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ja, tschüssi!